Ich selber bin freie Journalistin und Piratin. Ich war das letzte Mal im November in der Türkei, um über die Wahlen zu berichten in dem Ostteil der Türkei. Ich war einige Tage vorher schon dort und was man dort beobachtet, ist alltägliche Schikane. Wir sehen hier Polizeiautos. Was in der Türkei auf der Straße steht, jeden Tag, an ganz normalen Tagen, sind Panzer, Wasserwerfer an jeder Ecke. Diese Panzer haben die schöne Angewohnheit, selbst bei mir als Frau, die ja nun wirklich klar als Westlerin zu erkennen ist, mit ihrem Zielfernrohr Fußgänger auf der Straße zu verfolgen. Man kann sich vielleicht vorstellen, was das für ein Gefühl auslöst. Und dann soll man sich bitte die Frage stellen, wie frei eine wiederholte Wahl noch ist, nachdem man die Bevölkerung in den größtenteils kurdisch bewohnten Gebieten Wochen und Monate mit Ausgangssperren traktiert hat und zusammengeschossen hat. Ich hätte heute gerne eine Zahl präsentiert, wie viele Todesopfer dieser vermeintliche Kampf gegen den Terror unter Zivilisten gefordert hat. Es gibt keine Zahlen, weil es kaum oder keine offiziellen Untersuchungen gibt. Und stattdessen geht unsere Bundesregierung hin und fördert noch einen dafür verantwortlichen Staatschef, ohne überhaupt auch nochmal nach Untersuchungen zu fragen, was in Cizre passiert ist, was in Diyarbakir passiert ist, was in den anderen Städten passiert ist. Ich fordere eine unabhängige Untersuchungskommission, die vor allen Dingen aufklärt, was in den Todeskellern von Cizre geschehen ist. Ich habe Freunde dort in der Gegend und von zweien habe ich bis heute kein Lebenszeichen erhalten. Es tut mir leid, das regt mich auf. Und die Panzer, die militärischen Panzer, sie standen direkt neben den Wahllokalen. Nicht 500 Meter daneben, nein, ich war selber in einem Wahllokal. Als volluniformierte, vollbewaffnete Polizisten mit dem Maschinengewehr im Anschlag auf die Mädchentoilette des Wahllokals stürmten, um dann unverrichteter Dinge wieder hinauszulaufen. Vor den Wahllokalen kamen Menschen auf mich zu. Ältere Frauen umarmten mich, küssten mich und bedankten sich, dass wir dort sind, dass wir vor Ort sind, weil sie sich durch unsere Anwesenheit sicherer fühlten. Aber es geht ja nicht nur um die Wahlen und um die Demokratie bei den Wahlen. Wir bitten also Erdogan um Hilfe bei der Betreuung von Flüchtlingen, die fliehen aus ihrem Land vor dem Islamischen Staat. Es gibt mittlerweile auf YouTube Videos, die zeigen, wie ganze Karawanen von LKWs mit Waffen offensichtlich Nachschub für den IS aus der Türkei rüberfahren sollen. Und die Journalisten, die das aufdecken, na was passiert mit denen? Die sperrt man ein und da werden die Redaktionen gekapert. Na wunderbar. Und Anwälte, Staatsanwälte, die Unverschämtheit aus Erdogans Sicht haben, so etwas zu untersuchen, na, die wurden natürlich aus dem Amt genommen. Aber das Beste ist, Can Dündar, Chefredakteur der Cumhuriyet, wurde daraufhin wegen der Vorwürfe des Terrorismus und des Verrats von Staatsgeheimnissen in Haft genommen. Das ist ja schon fast, also das ist ja Ironie, also da braucht man ja schon kein Extra-3 mehr, es tut mir leid. Also wenn Erdogan damit quasi selber zugibt, dass die Waffenlieferungen ein Staatsgeheimnis sind, dann braucht man wirklich keinen Enthüllungsjournalismus mehr. Die türkische Armee fliegt Angriffe gegen kurdische Stellungen. Die PKK, die auch hier in Deutschland in vorauseilendem Gehorsam als Terrororganisation bezeichnet wird, wird von der Türkei gnadenlos angegriffen. Auch die Peschmerga. Und was passiert denn wirklich? Aus Diyarbakir fliegen die Kampfjets jeden Tag, Stunde um Stunde. Und jeder, der dort lebt, weiß, dass diese Kampfjets nicht den IS-Terroristen den Tod bringen. Erkundigt euch selber über die PKK, recherchiert. Lest mal nach über den demokratischen Konföderalismus. Jeder kann das Buch im Internet finden. Und bildet euch eine eigene Meinung, ob das nicht nochmal revidiert gehört. Sicher gibt es auch dort einiges zu kritisieren. Aber diese Organisation hat sich im letzten Jahr offiziell bei Deutschland für die Autobahnblockaden und die Selbstverbrennungen in den 90er Jahren entschuldigt.
Nicht die PKK kündigte den Waffenstillstand in der Türkei auf. Das lange Beharren auf dem Waffenstillstand der PKK hat zur Bildung von weit militanteren Gruppen geführt. Das liegt ganz einfach daran, dass Menschen nicht tatenlos zusehen wollen, wie ihre Verwandten und Familien abgeschossen und tagelang, wochenlang, monatelang belagert wird. Überlegt euch mal, was eine Ausgangssperre für mehrere Monate oder Wochen heißt. Die Ausgangssperren werden nicht vorher angekündigt. Von jetzt auf gleich müssen die Menschen in ihre Wohnungen flüchten, oft ohne fließend Wasser, ohne Strom, zeitweise ohne Internetverbindung, meistens ohne Internetverbindung, und der Nachschub fehlt. Die Menschen brechen aus Verzweiflung die Wände ihrer Häuser zu den Nachbarhäusern durch, um sich gegenseitig mit Lebensmitteln versorgen zu können. Aber auch das garantiert nicht, dass die Menschen vor Ort manchmal hungern. Ich komme zum letzten Punkt, die Flüchtlinge. Kann man einem Land das Leben von Geflüchteten anvertrauen, wenn dieses die offensichtliche Ursache, Daesh, den sogenannten Islamischen Staat, unterstützt? Warum fordern wir nicht zuerst die Grenzschließung für den Nachschub, für ISIS oder wie auch immer sie sich nennen wollen? Für mich bleibt es trotzdem Daesh. Wie viel Interesse wird die Türkei daran haben, diese Terroristen zu besiegen, wenn die durch diesen Terror verursachten Flüchtlingsströme ihr zu bisher unerreichter Macht über Deutschland und die EU verhelfen? Und was ist mit Minderheiten oder Schiiten, die vor dem Islam fliehen? Ich war in einem Flüchtlingscamp für Jesiden in Diyarbakir. Wenn Jesiden in ein Flüchtlingscamp in der Türkei wollen, so können sie das natürlich tun. Wenn sie in ein nicht offizielles Camp gehen, wie das, das ich besucht habe, wird ihnen von der Türkei jegliche staatliche Unterstützung und damit auch das Geld, das wir in die Türkei zahlen, versagt. Warum gehen sie dennoch dahin? Das liegt ganz einfach daran, dass sie mit ihren Glaubensrichtungen sich nicht sicher fühlen können in den offiziellen türkischen Flüchtlingscamps. Deswegen nehmen sie so viel in Kauf und gehen lieber in die Camps, wie das in Diyarbakir, was von der HDP und Ärzte ohne Grenzen organisiert und finanziert wird. Ich habe unglaublichen Respekt vor der Arbeit, die Leute dort vor Ort leisten und leisteten. Gleichzeitig führen sie einen Wahlkampf, während die Bevölkerung zusammengeschossen wird, und halten noch diese Flüchtlingscamps am Laufen. Aber was heißt das denn eigentlich? Also wir gehen hin, Flüchtende, die vor dem Terror fliehen, und liefern sie der Türkei aus. Sie haben dort oft nur die Möglichkeit, sich selber radikalen Gruppen anzuschließen. In den offiziellen Camps warten nach wie vor ganz viele Menschen nur darauf, eben diese Flüchtlinge doch oft zum radikalen Islam zu bekehren. Was das für unsere Zukunft heißt? Wir müssen auf jeden Fall sehen, wer in dieser aktuellen Krise unsere Partner sein können. Können unsere Partner verlässliche Unterstützer sein, die von Terror, Gewalt, Vertreibung und Diktatur profitieren? Oder müssen wir andere Wege gehen? Ich fordere von der Bundesregierung, dass wir jegliche Unterstützung und Verhandlungen einstellen, bis es unabhängige Untersuchungen gibt zu den Vorfällen in den kurdischen Gebieten. Danke. Dankeschön, Julia.